Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Sie zur Vortragsreihe zu Cutanen-Lymphomen begrüßen zu dürfen. Diese Vortragsreihe entstand im Rahmen einer Masterarbeit und dient dazu, wichtige Aspekte der seltenen Krankheitsgruppe der Hautlymphome für Patienten und Patientinnen verständlich darzulegen. In diesem Teil konzentrieren wir uns auf einige wichtige psychoonkologische Aspekte, die sich im Rahmen einer Hautlymphom- oder Tumordiagnose stellen, sowie auf hilfreiche psychoonkologische Angebote. Bei der Diagnose eines Hautlymphoms handelt es sich um eine Tumordiagnose. Eine Tumordiagnose ist ein unerwartetes und sehr einschneidendes Ereignis. Sie kann das Leben in kürzester Zeit auf den Kopf stellen. Krebs ist einerseits eine Erkrankung mit körperlichen Beschwerden, die Erkrankung wirkt sich aber andererseits auch auf das psychische und soziale Wohlbefinden aus. Oft löst die Diagnose eine Vielzahl von Fragen aus. Warum ich? Habe ich etwas falsch gemacht? Was wird auf mich zukommen? Trifft mich Schuld. Die Krankheit selbst und die notwendigen Therapien beeinflussen unterschiedliche Aspekte des Lebens. Bei Hautlymphomerkrankungen kommt hinzu, dass die vielen Hautlymphom-Unterformen sehr unterschiedlich verlaufen und es sehr schwierig ist, den Verlauf bei jedem individuellen Patienten vorherzusagen. Diese Umstände machen es schwer bis unmöglich, vorherzusagen, wie die Diagnose eines Hautlymphoms das Leben verändert. In diesem Teil der Vortragsreihe gehen wir auf verschiedene Herausforderungen ein, die eine Krebsdiagnose mit sich bringt. Zudem geben wir einige Anregungen, wie Betroffene damit umgehen können. Es versteht sich von selbst, dass dies nicht abschließende, allumfassende Informationen sind. Dieses Kurzformat kann nicht alle Fragen von Betroffenen gerecht werden. Aus diesem Grund verweisen wir Sie gerne auf Informationsbroschüren der Krebsliga, zu finden auf der angegebenen Webseite und auf die Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoonkologie, die sich mit diversen psychologischen Aspekten einer Tumordiagnose befassen. Des Weiteren steht Ihnen Ihr Behandlungsteam bei der Vermittlung einer psychoonkologischen Betreuung und Begleitung gerne zur Verfügung. Ziele der psychoonkologischen Betreuung sind, an krebserkrankten Menschen in der Krankheitsverarbeitung zu unterstützen, sowie präventiv emotionale und soziale Probleme entgegenzuwirken. Die psychoonkologische Betreuung adressiert krebsabhängige und unabhängige Belastungsfaktoren. Damit soll die Lebensqualität von Betroffenen erhalten oder verbessert werden. Patienten und Patientinnen sollen also nicht nur am Leben, sondern auch im Leben erhalten werden. Eine erfolgreiche psychoonkologische Hilfestellung hilft Betroffenen auch, besser mit dem Medizinbetrieb im Allgemeinen umzugehen. Sie stellt sogenannte W-Fragen. Wie sieht eine hilfreiche Unterstützung für Sie aus? Wie viel und welche Informationen wünschen Sie? Was brauchen Sie? Was möchten Sie? Was tut Ihnen gut? Die entsprechenden Fragen stoßen Suchprozesse an und aktivieren die Selbstwirksamkeit der Betroffenen. Die psychoonkologische Begleitung erfolgt individualisiert. Sie bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Unsere Erfahrung zeigt, dass vor allem Patienten und Patientinnen mit Hautlymphomen, die mit einer ernsthafteren Prognose verbunden sind, entsprechende Angebote nutzen. Patienten mit sogenannten indolenten Hautlymphomen, also Hautlymphomen mit sehr guter Prognose, finden nach der anfänglichen Verunsicherung durch die Diagnosestellung recht schnell wieder zum Grundvertrauen in den eigenen Körper zurück. Grundsätzlich steht aber das psychoonkologische Angebot allen Patienten und Patientinnen mit einem Krebsleiden zur Verfügung. Vielen Patienten mit chronischen Erkrankungen, zu denen auch Krebs gehört, ist die Suche nach der Krankheitsursache wichtig. Auch wenn viele mögliche Risikofaktoren für das Entarten von menschlichen Zellen identifiziert wurden, wie beispielsweise Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und die Exposition gegenüber gewissen Chemikalien, kann nach wie vor nicht vorausgesagt werden, wer an Krebs und speziell an Hautlymphomen erkranken wird. Glücklicherweise führt nicht jeder Risikofaktor zu einer Erkrankung. Hautlymphome sind diesbezüglich noch ein Stückchen spezieller. Es ist nur wenig über die Entstehung der Hautlymphome bekannt. Entsprechend unbefriedigend fällt die Antwort auf die Frage nach der Ursache für eine Erkrankung aus. Wir kennen die Antwort schlichtweg noch nicht. Häufig werden psychische Faktoren mit der Entstehung von Krebserkrankungen in Verbindung gebracht. Psyche und Körper bilden eine Einheit und beeinflussen sich wechselseitig. Die psychische Befindlichkeit hat somit eine große Wirkung auf den Körper. Es gibt aber keine schlüssigen Beweise dafür, dass gewisse Emotionen oder das Unterdrücken eben dieser einen Einfluss auf die Entstehung von Krebs haben.
Die Stress, negativ empfundener Stress, wirkt sich negativ auf unseren Körper aus. Er versetzt über verschiedene Stresshormone und Signalfaktoren den Körper in Alarmbereitschaft. Andauernder Distress kann zwar körperliche Konsequenzen haben, als alleiniger Grund kann er jedoch bis heute die Entartung normaler Zellen in Krebszellen nicht erklären. Wir gehen zusammenfassend davon aus, dass für die Entstehung von Krebs viele verschiedene Faktoren zusammentreffen müssen und nur wenige davon aktiv beeinflusst werden können. Die Suche nach dem Grund respektive dem Auslöser einer Hautlymphomerkrankung in der eigenen Lebensgeschichte ist unergiebig. Die psychoonkologische Betreuung kann aber hilfreich sein, die Stressfaktoren zu erkennen und diese anzugehen. Dies ist auch unabhängig vom Krebsleiden sinnvoll. Krebsdiagnose und Erkrankung können eine Flut von Gefühlen auslösen. Mögliche Emotionen sind Wut, Schock und Trauer, aber auch Hoffnung und Trotz. Emotionen sind ständiger Begleiter und in verschiedenen Stadien einer Krebskrankheit können unterschiedliche Emotionen aufkommen. Das Zulassen und Benennen von Emotionen und deren Verarbeitung sind wichtige Punkte im Rahmen einer Krebserkrankung. Der individuelle Prozess der Verarbeitung ist eine lange, aber lohnenswerte Arbeit. Denken Sie daran, dass Sie auf diesem Weg in guter Begleitung anderer Menschen sind. Neben Familie und Freunden können professionelle psychoonkologische Fachpersonen, Ihr medizinisches Behandlungsteam, Selbsthilfegruppen und Patientennetzwerke Ihnen eine wichtige Hilfe sein. Die oft dominierende Emotion ist Angst. Angst vor der Diagnose, der Therapie, der Zukunft und auch vor dem Tod. Angst ist eine natürliche Reaktion auf Bedrohungen. Da eine Krebserkrankung eine potenziell große Bedrohung darstellt, ist auch die entsprechende emotionale Reaktion natürlich, verständlich und angemessen. Angst im Kontext einer Bedrohungssituation wie Krebs zu empfinden und sich entsprechend zu verhalten, ist zutiefst menschlich. Die Gefahreneinschätzung ist individuell und unterscheidet sich oft vom realen Bedrohungsszenario. Damit betroffene Menschen Wege aus der Sackgasse Angst finden, empfehlen wir frühzeitig eine Kontaktaufnahme mit professionellen psychoonkologischen Diensten. Oft genügen bereits professionell geführte Gespräche, manchmal können Medikamente unterstützend wirken. Auch Gespräche mit nahestehenden Personen über das Gefühl der Angst können hilfreich sein und sind ein möglicher wichtiger erster Schritt. Solche Gespräche können nahestehende Personen aber auch überfordern. In dieser Situation ist es in unserer Erfahrung oft eine große Erleichterung, wenn psychologisch geschulte Fachpersonen mit an Bord geholt werden, um die Ängste und Sorgen zu besprechen. Ein solches Vorgehen entlastet oftmals nicht nur die Patienten und Patientinnen, sondern auch die Angehörigen und Freunde, die durch die Krankheitslast ebenfalls stark gefordert sind. Fehlende Informationen über die Krankheit, die Therapie und Folgebehandlung können ebenfalls Ursachen von Angst sein. Entsprechend ist der Zugang zu sachlichen Informationen über die Krankheit, aber auch die Therapie und andere Aspekte der Krankheit wichtig. Dient das Internet als Hauptinformationsquelle, kann es oft sehr schwierig sein, zu guten und nützlichen Informationen zu kommen. Im Internet trifft man auf ungefilterte, komplexe, teils nicht gänzlich richtige und meist nicht individuell zutreffende Informationen. Melden Sie Ihren zusätzlichen Informationsbedarf an. Im Gespräch mit dem Behandlungsteam können Ihre Ärzte und Ärztinnen auf Sie zugeschnittene Inhalte und Beratungen anbieten. Eine Krebserkrankung kann auch die Sexualität beeinträchtigen. Einerseits lässt die emotionale Belastungssituation die Sexualität in den Hintergrund rücken. Andererseits können die Krankheit und/oder die medikamentösen Therapien die Sexualität, die Potenz oder die Lust sowie das Empfinden beeinflussen. Sprechen Sie Änderungen, die Ihnen auffallen, mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin an. Scheuen Sie nicht, entsprechende Fragen mit Ihrem Behandlungsteam zu besprechen. Gespräche, Anpassungen im Sexualleben, aber auch medikamentöse Therapien sind in vielen Situationen sehr hilfreich und entspannen schwierige Situationen. Die Herausforderungen einer Krebsdiagnose sind mannigfaltig, ebenso wie der Umgang des einzelnen Patienten damit. Eine wichtige Rolle im Umgang mit den Herausforderungen spielen die individuellen persönlichen Ressourcen. Unter persönlichen Ressourcen versteht man im psychologischen Rahmen Stärken, Aktivitäten, Netzwerke und Charakterzüge, die während der Krankheit und für den Heilungsprozess genutzt werden können. Je nach Mensch können dies die Familie, Freunde, Hobbys,
Arbeit, kulturelle und/oder religiöse spirituelle Aktivitäten sein. Die Frage nach den eigenen Ressourcen hat eine zentrale Bedeutung. Jede Patientin und jeder Patient sollte diese Frage für sich beantworten. Psychologische Gespräche sind in diesem Kontext zusätzlich hilfreich, weil sie helfen können, diese Ressourcen deutlich zu machen und gut zu nutzen. Wir finden es deshalb sinnvoll, genügend früh mit einer Psychologin, einem Psychoonkologen Kontakt aufzunehmen. Solange der Zugang zu den Ressourcen noch stark ist und viel persönlicher Spielraum zu deren Nutzung vorhanden ist. Bei fortgeschrittener Erkrankung ist es oft schwieriger, von den eigenen Energien und Ressourcen optimal zu profitieren. Ein strukturierter Alltag mit entsprechender Planung, zum Beispiel das Beibehalten der Arbeitsaktivität, vermittelt Normalität. Gespräche mit psychologisch geschulten Fachkräften sind hilfreich und unterstützen bei Themen der Alltagsplanung. Ziel ist hier langfristig, eine möglichst hohe Lebensqualität und Selbstwirksamkeit zu erhalten. In diesem Kontext ist auch die Arbeitsfähigkeit, je nach Krankheitsverlauf, ein wichtiger Diskussionspunkt mit dem Behandlungsteam. Nicht zuletzt müssen hier unter Umständen versicherungstechnische Aspekte besprochen werden, wobei auch der Sozialdienst des Spitals behilflich sein kann. Grundsätzlich dienen alle erwähnten Hilfestellen der psychoonkologischen Betreuung dazu, den betroffenen Patienten eine möglichst hohe Lebensqualität zu erhalten. Psychoonkologie und Medizin arbeiten in diesem Sinne Hand in Hand mit ihnen zusammen. Neben unserem psychoonkologischen und psychosomatischen Spitaldienst und privat praktizierenden Spezialisten gibt es verschiedene Ratgeber der Krebsliga, welche Informationen im Umgang mit Herausforderungen einer Tumorerkrankung bieten. Auch auf der Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoonkologie finden Sie weitere hilfreiche Informationen. Zudem hat das Patientennetz Lymphome Schweiz kürzlich in Zusammenarbeit mit Hautärztinnen und Hautärzten einen Leitfaden zu Hautlymphomen für Patienten und Angehörige erarbeitet, welcher auf www.lymphome.ch abgerufen werden kann. An jedem größeren Akutspital existiert ein psychoonkologisches Angebot. Wir organisieren gerne für Sie und Ihre Partner, Partnerin einen Gesprächstermin an unserem Spital. Je nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen des Patienten können Einzelgespräche, Gruppentherapien, Familientherapien, Musiktherapien und anderes sinnvoll sein. Auch medikamentöse Optionen gegen Depressionen oder andere überwältigende Emotionen können zum Einsatz kommen, sofern dies gewünscht ist. Sie sollen wissen, dass Sie auf ein großes Netz an Hilfe zurückgreifen können und ein Netzwerk zu Ihrer medizinischen und psychologischen Unterstützung besteht. Hiermit beenden wir den 12. Teil der Vortragsreihe Informationspodcast zu kutanen Lymphomen und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Ihnen mit diesen Vorträgen wichtige Informationen zu Hautlymphomen geben zu können. Für weitere Fragen verweisen wir Sie gerne auf andere Folgen der Vortragsreihe. Zudem stehen Ihnen die Ärzte und Ärztinnen der Klinik für Dermatologie des Kantonsspitals St. Gallen gerne zur Verfügung.